Und ich begrüße euch an dieser Stelle schon einmal herzlich zu unserer Zugabe wegen wiederholter Nachfragen, dass wir einmal Marketingsautomat Weiß schon erklären. Ist toll, dass ihr da seid. Und wir werden, wie das letztes Mal so schön jemand gesagt hat, euch mit der kurzweiligen Lehre einmal in die Übersicht von Marketingautomationen einführen. Und nicht nur das, sondern wir zeigen euch auch, wie man nicht nur im digitalen Bereich bleibt, sondern wie wir da auch noch rauskommen. Und da seid ihr zum großen Teil ja sogar selber Teile unseres Beispiels, das wir uns heute angucken werden und euch in die Marketingautomation einführen. Und wie einige von euch ja auch schon aus unserer Vorkommunikation wissen, machen wir den Moonwalk, den erkläre ich aber nochmal dann dazu. Und wir werden euch Online-Offline-Lösungen heute zeigen und so ein paar Verbindungen aufdröseln. Für den Fall, dass ihr Marketing-Automation noch nicht gemacht habt, da haben wir den Eindruck, das vermittelt euch das eigentlich ganz gut, was hier passiert. Wenn ich wir sage, dann meine ich uns, die ihr schon gerade hier gesehen habt. Und wenn wir uns gerade selber mal vorstellen, Sarah, Dr. Sarah Seier, möchtest du den Anfang kurz machen? Gerne. Ja, hallo, ich bin die Sarah und wie es hier steht, ich komme von IBI. Wir machen Marketing Automation. Dazu erkläre ich später ein bisschen mehr. Ich bin vom Background her Psychologin. Ich habe ursprünglich mal in Innsbruck studiert, bin dann über diesen Weg in Zürich gelandet und lebe seit mittlerweile 14 Jahren hier in Zürich. Komme ursprünglich aus Südtirol, das heißt, wir können auch gerne über Wein sprechen. Und ich befasse mich eben mit digitaler Customer Experience. Also, was machen wir als Unternehmen digital mit Maschinen und wie kommt das beim Gegenüber, bei der Gegenüber an? Ich gebe aber gleich mal weiter an den Lars. Ja, hallo, das bin der Lars. Lars Schlimbach, mein Name. Ich komme aus dem Marketing von der Deutschen Post, also Produktmanagement bzw. Partnermanagement. Ja, der Bereich Dialogmarketing setzt sich bei uns in erster Linie damit auseinander, irgendwie und mit dem Service einen Werbekanal zur Verfügung zu stellen, eben der Kanal für Printmailings. Und da ist es eigentlich meine Hauptaufgabe, gemeinsam mit Partnern, eben hier mit Sarah und Oliver beispielsweise, das Printmailing in die Marketing Automation zu integrieren als gleichberechtigten Kanal und genauso fähig wie andere, beispielsweise E-Mail, da voranzubringen und möglichst, ja, so weit zu integrieren, dass es sehr einfach genutzt werden kann und gleichzeitig sehr viele Möglichkeiten bietet, das ganze Thema sehr individuell und datengetrieben zu gestalten. Und deswegen, ja, werden wir gleich auch nochmal an einem konkreten Beispiel ja aufzeigen, wie das genau funktioniert. Wie gesagt, ich bin für den Kanal Print zuständig oder Print Mailing, der dann hinten an die Marketing Automation angeschlossen ist, als Output-Kanal sozusagen. Danke, Lars. Und ich finde es besonders toll, dass die Deutsche Post das ja seit Jahren tatsächlich misst und kontrolliert, sodass wir uns nachher auch noch mal so ein paar Wirkungszahlen angucken können. Aber dazu später mehr. Ich bin Oliver Oest. Ich bin einer der drei Gründer von Tinkerbell und ich führe euch heute durch den Nachmittag hier. Wir haben uns ein paar kreative Gedanken gemacht, was wir mit der Automation machen können und wollen euch hier an einigen Beispielen, ich habe schon gesehen, es sind auch einige Kreative dabei, mal zeigen, wie sowas eigentlich geht. Und wir haben diese Veranstaltung in einer ähnlichen Form schon mal gemacht und haben gemerkt, ah, okay, da gibt es also tatsächlich einiges, da schämen sich Leute, dass sie nicht genau wissen, wie das funktioniert und haben gesagt, Mensch, und kannst du es nochmal zeigen? Ich kenne auch noch jemanden, der nicht weiß, wie das geht. Mach das doch nochmal. Deswegen sind wir heute hier. Wir haben das ein bisschen anders aufgeballt als letztes Mal, denn wir machen mit euch den Moonwalk. Das heißt, wir gehen von dem, was ihr schon kennt, und die meisten von euch, oder alle von euch vielleicht sogar, ihr habt ja eine Postkarte bekommen, nachdem ihr euch angemeldet habt, und ihr seid sozusagen Teil eines Use Cases, den wir anschauen. Und wir gehen in dem Moonwalk sozusagen immer zwar vorwärts in dem Modul, aber in den Modulen jeweils rückwärts. Und wir werden die Postkarte aus eurem Briefkasten oder von eurem Kühlschrank, wo die jetzt gerade hängt, zurückverfolgen. Was ist eigentlich vorher gewesen? Gucken uns dann nochmal so ein paar messbare Vorteile an und wir machen auch Vorschläge für Use Cases, die wir uns ausgedacht haben, wie man das Ganze gut
benutzen kann. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen, hoffentlich am Ende. Und wenn ihr bis zum Ende durchhaltet, gibt es auch noch natürlich ein schickes Angebot. Denn alle, die hier mitmachen, dürfen das billiger ausprobieren, als das normalerweise kostet. Wir fangen mal an mit dem Moonwalk. So, das müsste euch bekannt vorkommen. Ihr habt so eine Postkarte von uns bekommen, beziehungsweise es war nicht nur eine Postkarte, sondern wir hatten drei verschiedene Motive: Strand, Stadt und Skifahren. Und ihr durftet nämlich beim Anmelden diese offensichtlich banale Frage beantworten, was ihr so für ein Urlaubstyp seid eigentlich, und habt darauf individualisiert jeweils eine andere Postkarte bekommen. Und das war dann außerdem auch noch an euch personalisiert natürlich. Und wir konnten hier auch nochmal einbauen den Link. Ich weiß nicht, wer von euch sogar mobil reingekommen ist und den eingescannt hat, sodass wir uns hier im Zoom-Meeting finden können. Das ist mit dem Workshop-Reminder hier unser Teil des Beispiels gewesen. Und jetzt habe ich ja gesagt, wir machen den Moonwalk. Das heißt, wir gehen jetzt mal zurück. Irgendwann ist das bei euch im Briefkasten gelandet und da war natürlich vorher dann nochmal die Post involviert. Und Lars, du führst uns jetzt nochmal so ein bisschen rein. Was macht eigentlich die Post? Wie kommt die Karte in den Briefkasten und was passiert in dem Mailing davor? Ja, also wir stellen als Deutsche Post ein Tool oder auch eine Schnittstelle, eine API zur Verfügung, in die letztendlich aus dem Vorsystem, und da wird die Sarah ja gleich drauf eingehen, in dem Fall eben Ivy, Daten übertragen werden, die dann dazu genutzt werden können, um ein Mailing zu gestalten, zu individualisieren. Das Ganze aber vollautomatisch. Ich muss aber in diesem System, das sich Print Mailing Automation nennt, natürlich erstmal, sag ich mal, die Kampagne konfigurieren. Und da wollte ich jetzt mal auf die wichtigsten, wesentlichen Punkte kurz eingehen. Ich habe also hier am Anfang die Möglichkeit, das Format auszuwählen. Man sieht, wir haben hier 6 Standardformate, vom normalen Brief über eine Karte bis hin zu einem Self-Mailer. Self-Mailer ist so ein mehrseitig gefaltetes Dokument. Wir können allerdings auch alle anderen Formate, wenn es jetzt nicht gerade mit Duft oder Geschmack oder sowas ist, das wird in der Automation schwierig werden, gibt es natürlich auch. Arbeiten wir noch dran, ist aber so wenig standardisiert, dass es schwierig ist, sowas vollautomatisiert umzusetzen. Allerdings sonstige Formate an Größen wie es gefaltet werden soll etc. lassen sich umsetzen. Ich habe also hier ausgewählt einmal die Karte, ich glaube, sie war lackiert, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, und komme dann in den nächsten Schritt, wo ich festlegen kann, wie stark individualisiert werden soll oder kann denn das Mailing. Das ist auch mal ein bisschen abhängig dann vom Use Case. Vielleicht will ich auch, weiß ich nicht, 50.000 komplett gleichartige Mailings rausschicken, dann nehme ich Basic, kann günstiger werden, dadurch, dass man es mit einem Offset-Druckverfahren druckt. Oder ich gehe bis, also es gibt noch eine mittlere Lösung, oder ich gehe eben auf Unique, da kann ich dann jedes Element in dem Print-Mailing, Vorderseite, Rückseite, ist ja auch bei einer E-Mail schwierig, die Rückseite zu bedrucken, geht aber bei einem Mailing, kann ich ja beide Seiten nutzen, kann ich jeden Text und jedes Bildelement voll individualisieren, wird natürlich dann auch digital gedruckt. Sieht man aber gleich, also das Ergebnis haben wir ja schon gesehen, es geht jetzt ja darum, wie ist man eigentlich da hingekommen. Wähle ich hier Unique aus und gehe dann weiter, kann nochmal eine Kostenindikation bekommen, wenn ich hier angebe, weiß ich schon genau, wie viel Menge wird es denn werden, haben wir jetzt in dem Beispiel nicht mit drin. Gehen wir mal auf das nächste, habe also hier die volle Individualisierung ausgewählt. Auf der Seite haben wir jetzt die Kostenindikation. Ich habe jetzt erstmal Nummer 1 angegeben, auch um zu verdeutlichen, das geht ab ein Stück tatsächlich, es gibt keine Mindestmengen, das ist natürlich immer noch ein Unterschied von den Kosten her, also 1 ist natürlich das teuerste, wird das mit letztendlich einer normalen, in Anführungsstrichen, Briefmarke freigemacht, habe aber dann auch die schnellste Zustellung, also ist, wenn es eingeliefert wird, am nächsten Tag im Briefkasten. Wenn ich das in größeren Mengen tue, also ab 500 bzw. 5000 Stück, die dann eingeliefert werden mit einer an einem Tag, dann habe ich ein deutlich günstigeres Porto. Man sieht ja hier, ich habe hier 70 bzw. 69 Cent fürs Porto, dann bin ich da ja so im Bereich von 30 Cent pro Stück, was das Porto angeht. Dann kann ich nochmal sagen, okay, die Adressen, die ich anschreiben will, die aus dem Vorsystem übertragen werden, die sollen geprüft werden oder nicht geprüft werden. Und wenn sie geprüft werden, dann spielen wir die auch nochmal gegen unsere Deutsche Post Adresssubstanz nennt sich das, um abzuprüfen,
ist diese Adresse noch korrekt, ist sie zustellbar etc. Und wenn nicht, fliegt die natürlich raus, die Adresse. Dann wird auch kein Printmailing produziert und dann entstehen dementsprechend auch keine Kosten. Also wird eigentlich bereinigt werden, die Adresse. Wird dadurch nochmal ein bisschen sicherer über die Post. Genau, also es gibt auch noch die Möglichkeit, ist jetzt hier noch nicht im System, wird sich aber noch kommen, dann zu sagen, ja, ich hätte gerne auch die aktualisierten Adressen oder die korrigierten Adressen auch noch wieder zurück. Ja, das gibt es auch, ist aber jetzt hier momentan noch nicht im System vorgesehen. Und dann komme ich, wenn ich also die gesamten, sag ich mal, Vorkonfigurationen vorgenommen habe, komme ich zum Editor für das Printmailing. So, und dann sieht man auch schon, hier das Mailing, was wir gerade hatten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die, sag ich mal, Druckvorlage hochzuladen. Entweder habe ich so ein PDF schon gestaltet, oder ich habe das Ganze über ein InDesign-Plugin, also mit InDesign gestaltet und kann dann auch tatsächlich über ein Plugin, was wir entwickelt haben für InDesign. InDesign ist die Software, mit der standardmäßig solche Mailings gestaltet werden, kann ich über das InDesign-Plugin direkt das Dokument hier importieren und habe jetzt hier eine Druckvorlage in der Form, dass erstmal alle Text und Bilder oder zumindest die Felder, wo Text und Bilder hinkommen, festgelegt sind und kann jetzt sagen, welche Elemente individualisiert werden sollen. Wir haben also einmal, wie man sieht, auf der linken Seite die Individualisierungsfelder. Das ist jetzt Felder, das war jetzt neben dem Land auch der Ferientyp. Das war eben das, was abgefragt worden ist, auch von Ihnen. Und das war eben dann kein händischer Prozess dahinter, sondern dieses Datum wird vom Vorsystem übergeben. Und wenn das Datum Strand übergeben wird, dann wird das Strandmotiv vom Server geladen. Und wenn das Datum, was hat man noch, Stadt oder Schnee übergeben wird, dann wird das entsprechende Motiv in diese finale Druckvorlage hochgeladen. Ansonsten haben wir noch die Textfelder und Bildfelder. Und das Ergebnis ist dann, dass für jeden Datensatz, der reinkommt, also eine Adresse, Name, Straße, Postleitzahl, plus die Daten, die zu einer Individualisierung führen, das können natürlich QR-Codes sein, das können Voucherwerte, das können, wie man hier sieht, auch sonstige, also eigentlich alle Daten sein, die im Vorsystem vorliegen, werden über die Schnittstelle übertragen und dann wird automatisch, wenn das einmal angelegt ist, die Kampagne, das individuelle Printmailing bzw. die Druckvorlage im System konfiguriert, in den Druck gegeben, automatisch in die Zustellung gebracht und dann natürlich von unseren Zustellern, Briefträgern, Postboten in die Briefkästen ausgeliefert. Wie das dann im Vorsystem funktioniert, das erklärt euch jetzt die Sarah. Genau, wo jetzt diese Marketing-Automation ins Spiel kommt. So, ich leite zu dir hier nochmal kurz über. Vielen Dank, Lars. Und this is now where the magic happens. Wir gehen jetzt, moonwalken wir uns zurück einen Schritt. Was ist also quasi vorher passiert, damit das alles bei der Post passieren konnte, was Lars uns gerade nochmal einmal erklärt hat. Nochmal kurz zum Einstieg. Marketing-Automation ist eine softwaregestützte Methode, um Marketingprozesse zu optimieren. Das heißt, die Software wird dafür mit Informationen gefüttert. Das habt ihr gerade schon gesehen an dem, was Lars erklärt hat. Und so kann eine individuelle, automatisierte Kommunikation betrieben werden, mit dem Ziel in der Regel dabei, neue Leads zu gewinnen. Und wir haben dazu jetzt Ivy, was eine ganzheitliche Lösung bietet. Deswegen finde ich das eigentlich ganz toll, dass man damit mehrere Sachen machen kann. Und das kann natürlich keiner besser erklären als du, Sarah. Deswegen klingt dich hier gerne mal ein, weil ihr habt was Schönes dafür ausgedacht, dass man das Ganze sehr gut nutzen und auch noch kontrollieren kann. Ja, sehr gerne. Eben Ivy, wie du schon gesagt hast, ist eine Lösung für Marketing Automation. Und was wir gemacht haben oder wie wir Ivy gemacht haben, wir haben hier eine Open Source Technologie genommen für Automation. Und wir haben die optimiert, verfeinert, damit man damit ganz einfach Kampagnen ausspielen kann. Und wie du, Oliver, schon gesagt hast, da geht es nicht unter Anführungszeichen nur um Printmailings, sondern da geht es um vollständige Kampagnen, vollständige automatisierte Kampagnen. Das heißt, da wird getrackt, was ein Kontakt auf unseren Kanälen, in der Regel auf der Website, in der App oder im Shop macht. Und dann passiert etwas als nächste Interaktion. Das können Mailings in allen Formen sein, eben Printmailings oder einfach E-Mails.
Das können auch Pop-ups sein, das kann das Ausspielen von neuen Inhalten auf der Webseite sein. Also für diese automatisierten Prozesse ist eben Ivy gebaut. Und dahinter steht natürlich auch ein CRM, eine Ansicht von den Kontakten. Hier sehen wir unseren Vorzeige-Robert, unseren Vorzeigekontakt. Der hat hier eine gewisse Historie, der hat gewisse Interaktionen mit uns gehabt, der hat Punkte gesammelt für Aktionen, die er gemacht hat, weil er sich vielleicht was angeschaut hat, wo wir sagen, oh, das ist spannend, dass er das gemacht hat, das sollten wir im Auge behalten und den Robert mal kontaktieren. Der ist einem Segment zugeordnet oder mehreren, der hat verschiedene Tags, je nach Interessen. Also das alles sieht man dann eben in diesem System Ivy drinnen. Dann gehen wir mal eins weiter und schauen, was da passiert ist mit Ivy, wie diese Customer Journey aussieht, damit ihr eben hier gelandet seid und diese Karte gekriegt habt. Was ihr ja gemacht habt, ihr habt euch übers Anmeldeformular angemeldet. Also ihr seid über LinkedIn, über eine E-Mail, über einen Hinweis auf einer Landingpage gelandet, wo ein Formular drauf war, wo es hieß, möchtest du dabei sein, willst du? Und dann habt ihr gesagt, ja, habt angegeben, was ihr auch für einen Ferientyp seid. Da habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, dass das eben eine Spielerei ist, um euch zu zeigen, wie, wo, was man eben mit Printmailings machen kann. Und dann seid ihr bei uns im System gelandet und im System seid ihr einem Status zugeordnet worden und dann haben wir geschaut, na, ist die Person aus Deutschland, weil wir machen das ganze Jahr mit der Deutschen Post. Und wenn ja, dann habt ihr eine Postkarte gekriegt, eben nach eurem Ferientyp unterschiedlich und eben ganz automatisch. Also da haben wir nicht jedes Mal draufklicken müssen, sondern wir hatten diese Kampagne einmal aufgesetzt. Und dann gingen die Postkarten raus und die war auch so aufgesetzt, dass wir gesagt haben, naja, wenn es eng wird, wenn sich jemand zu kurzfristig anmeldet, dann lieber die Postkarte nicht mehr versenden, nicht, dass die noch 2 Tage später kommt, sondern bis zu einem gewissen Datum gingen die Postkarten raus und ab einem gewissen Datum nicht mehr. Und dann gab es auch die andere Seite, wo wir gesehen haben, nicht alle kommen, haben ihren Sitz in Deutschland, ihren Wohnsitz oder Bürositz in Deutschland angegeben und die haben dann keine Postkarte gekriegt, sondern stattdessen eine E-Mail. Also das mussten wir dann nicht mehr manuell prüfen. Das haben wir einmal so im System hinterlegt. Und dann ging das automatisch eben per E-Mail raus. Und dann gab es noch für alle heute eine Erinnerungsmail, zum sagen, heute ist es wirklich soweit, heute ist das Webinar und hier ist nochmal der Link. Und das ist der Grund, oder das ist der Link, das ist die letzte Interaktion, die dazu geführt hat, dass wir uns heute hier sehen. Tupi. So ist das dann auch in der Schnittstelle passiert. Also so kann man das sich vorstellen und anschauen. Wir haben in Ivy einfach verschiedene Printmailing-Templates. Das wären die Postkarten, das wären die Kampagnen. Das ist alles in den Kanälen in Ivy hinterlegt. Und da klickt man dann einfach auf den Printmailing-Manager, rechts oben dieser grüne Button und landet schon über die integrierte Schnittstelle bei der Deutschen Post und dann kann man die Felder abstimmen und sagen, ich möchte diese Adressfelder eben rüberschicken, die soll die Post nutzen, um eben die Inhalte zu verschicken und so sind die Systeme ganz einfach miteinander verknüpft, sprechen miteinander und werden auch laufen miteinander aktualisiert, sodass die automatisierte Kampagne einfach laufen kann. Und das Ganze im Vorteil, da kommt jetzt das Lieblingswort vom Oliver. Mein Lieblingswort, genau, weil wir euch das eigentlich ersparen wollten, aber ich sage das immer so gerne, das, was wir euch hier jetzt auf einfache Art und Weise hoffentlich mal gezeigt haben, ist die triggerbasierte Versendung mit dynamischer Individualisierung. Und das in viel einfacher habt ihr jetzt selber einmal ausprobiert, wie das funktioniert. Und das funktioniert, wie ihr seht, eben voll individualisiert. Geht ab einem Mailing, das hat Lars gerade schon einmal erklärt, es ist immer 1:1 und auch ohne Zeitverzug, das heißt, die Druckdaten gehen direkt in die Verarbeitung und so wie Sarah das gerade eben einmal erklärt hat, für den Fall, dass es dann doch nicht per Post gehen kann, sondern aus Zeitgründen dann doch online sein muss, kann man das auch noch auf einen anderen Kanal schicken. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich
Ah, ja, genau. Guck mal hier. Wollte noch zu dem Kontrollpunkt kommen hier, weil man nämlich sehen kann, was denn da so passiert ist. Das heißt, Sarah, du hattest auch immer einen Einblick, was ist eigentlich mit unserer kleinen Kampagne passiert und hast hier mal so einen beispielhaften Screenshot gemacht. Genau, da jetzt einfach so Einzelversand von Karten. Da sieht man dann in unserem Beispiel hier, gab es Fehler oder nicht. Also das heißt auch, das System kommuniziert wieder zurück. Wenn irgendwas nicht geklappt hätte, hätten wir das gemerkt und hätten reagieren können. So, dann kommen wir jetzt nochmal zu dem ganzen Ding und gucken uns mal ein paar Fakten an. Bringt es mir denn eigentlich was? Und Lars, du nimmst uns hier sozusagen nochmal durch die Analysen und das, was die Post alles schon an Fakten gemessen hat. Denn ihr schaut euch das ja sehr genau an und wie gesagt, das ja schon seit Jahren. Das finde ich sehr vorteilhaft dabei. Moonwalke uns doch mal durch die Conversions. Ja, also wir sind jetzt hier eigentlich ganz am Anfang, nämlich bei dem Chart, wo ich normalerweise kurz darauf eingehe, warum, vor welchem Hintergrund wir das Ganze denn eigentlich tun, was unsere Motivation ist und wie wir auf den Markt gucken, beziehungsweise aufs Marketing. Ich glaube, das ist jetzt aber auch keine Klar geworden, ne? Ja. Wahnsinnsneuigkeit und Sensation, sondern es geht eben darum, um Kunden letztendlich zu einem Kauf oder Wiederkauf zu bringen und zu beeinflussen, müssen halt alle Touchpoints, die dafür relevant sind, miteinander orchestriert werden. Einer davon ist eben aus unserer Sicht, also nicht nur aus unserer Sicht, sondern auch in der Realität der Kanal Printmailing, eben hier beim Beispiel von Katalog oder Mailing am Anfang der Journey oder auch deutlich weiter hinten als Postkarte. Aber andere spielen eben auch eine Rolle und die Herausforderung ist, diese Customer Journey kanalübergreifend zu orchestrieren und auch fortlaufend zu optimieren, indem man eben misst, welcher Kanal bringt mir was, in welchem Zusammenspiel etc. Dafür ist natürlich Ivy genau das richtige Tool. Wenn wir uns aber jetzt mal nur den Touchpoint Printmailing oder den Kanal Printmailing anschauen, haben wir eine Logik dahinter, wo wir sagen, okay, um eine möglichst optimale Leistung zu generieren, braucht es sowohl Relevanz als auch natürlich eine maximale Reichweite innerhalb der Zielgruppe und natürlich dann auch die Wahrnehmung, die Wirkung, die Rezeption, um eine Leistung unterm Strich zu erbringen. Relevanz bedeutet, wie kann ich eigentlich durchdringen beim Empfänger? Ich habe hier die Möglichkeit, auch gegenüber E-Mail beispielsweise, die Möglichkeit auf wirklich n gleich 1 zu individualisieren. Das geht bei E-Mail auch. Die Glaubwürdigkeit von einem gedruckten Mailing inklusive der Wirkung, was Haptik etc. angeht, ist natürlich deutlich höher als bei einer E-Mail. Das sieht man auch gleich nochmal bei den Conversion Rates. Was die Reichweite angeht, auch kann man hier auch wieder den Vergleich zu E-Mail ziehen. Ist natürlich bei uns ist jeder jederzeit erreichbar in Deutschland. Wir haben eine 100% potenzielle Reichweite. Weil also fast jeder hat einen Briefkasten, über den er ansprechbar ist. Von daher kann man sehr schnell auch über unseren Kanal eine nationale Reichweite aufbauen, wenn man will, an einem Tag an jedem Deutschen letztendlich einen Werbekontakt realisieren. Und im Vergleich zur E-Mail braucht man für eine Postadresse zum Anschreiben, zum Kontaktieren kein Opt-in. Heißt also, wenn ich einen Bestandskunden habe, dann darf ich dem ein Printmailing schicken an seine Adresse, ohne dass ich da nochmal explizit ein Opt-in habe. Und das ist natürlich wichtig, wenn man gerade auch, sag ich mal, viele, viele fehlende Opt-ins, was E-Mail angeht, in seinen Bestandskundendaten hat. Und der dritte Punkt ist die Rezeption, die Wahrnehmung. Bei Printmailings ist es halt nicht wie bei E-Mails, dass ich da zugespammt werde, sondern also pro Briefkasten oder pro Haushalt geht in Deutschland weniger als ein Mailing am Tag raus oder eben in den Briefkasten rein. Wir haben, ich glaube, in Summe 10 Milliarden Mailings, die wir zustellen im Jahr. Also nur die Werbemailings, nicht die klassische Post. Wir haben sehr hohe Öffnungsraten und diese Mailings liegen dann auch für einen längeren Zeitraum im Haushalt. Wir haben jetzt hier 2/3 14 Tage. Wir haben eine Studie und das sieht man auf der nächsten Seite, die wir rollierend jährlich aktualisieren, die sogenannte CMC Printmailing-Studie. CMC ist der Collaborative Marketing Club aus Berlin, mit dem wir das gemeinsam durchführen. Und da sieht man halt, die Leistungswerte vom Printmailing sind schon sehr beachtlich. Die Studie wird mit
immer 40 Kunden durchgeführt, also 40 Wärmetreibende sind in dem Fall auch im Online-Shops, die circa 20.000 bis 30.000 Auflage verschicken mit einem sehr gleichartigen Mailing. Und da haben wir jetzt in diesem Jahr die Ergebnisse, dass wir hier eine Sales-Conversion und nicht die, sag ich mal, Click-Conversion, sondern die Sales-Conversion von 4,7% haben. Und letztendlich hat jeder 20., der so ein Print-Mailing bekommen hat, dann auch letztendlich was gekauft. Wir haben bei den Warenkörben, wenn man sich die vergleicht mit oder ohne ein Print-Mailing in der Customer Journey, eine relevante Steigerung in der Höhe oder in der Größe des Warenkorbs. Und wir haben Return of Advertising Spend, also der Vergleich von Umsatz zu Werbekosten von 734%. Heißt also, für einen Euro habe ich letztendlich 734 Euro. 7,34 Euro, Entschuldigung. Nicht 734, wäre wahrscheinlich, Das wäre gut. das wäre natürlich noch Da muss besser. man halt dran arbeiten, ja. Genau. Also, und man sieht, das haben wir jetzt hier nicht drin, da gibt es diese Studie, diese Print-Mailing-Studie, die kann man auch runterladen bei uns, die haben wir auf der Seite im Internet, können wir vielleicht im Nachgang auch den Link noch mit rumschicken. Kann man sich noch eine Menge andere Sachen angucken. Da gab es, das war eigentlich letztes Jahr, sehr viel darüber, wie funktioniert Print-Mailing zusammen mit E-Mail, wie kann man das am besten miteinander kombinieren, und die Möglichkeit, sowas mit wenig Aufwand eben automatisiert zu realisieren, bietet ja dann Ivy. Da gibt es ja einige Informationen, und man sieht, wir sehen halt auch wirklich, dass so ein Printmailing oft bis, also in den ersten 2 Wochen ist die Wirkung am größten, aber danach ist es auch immer noch messbar bis zu, ich glaube, es waren 10 Wochen später, haben wir noch messbare Effekte von einem Printmailing, weil die eben am Briefmarken, am Briefkasten nicht hängen, sondern am Kühlschrank hängen oder wo. So viel. Du hast schon gemerkt, ich bin so ein bisschen hier am Zu den, Triggerfinger. na, Also genau, mach wir das ruhig, müssen ne? ein Wir haben bisschen ja noch ein weiterkommen. bisschen Würde Zeit. mich deswegen hier gerne einhaken, denn das passt so schön zu dem, was du gerade gesagt Genau. hast. Wenn man das psychologisch nochmal anguckt, warum ist das eigentlich so wirksam, diese Kombination? Dann nochmal aufgegriffen, das, was du mit den Zahlen gerade schon gezeigt hast, das offline halt erreicht, wo online nicht hinkommt. Stichwort, also haptischer Reminder, das liegt ja noch länger bei dir rum. Das heißt, der Depoteffekt kommt zum Tragen. Es ist nochmal ein anderer Kanal. Ich werde genudged. Ich habe das bei mir zu Hause und schaue da nochmal drauf. Und dann gibt es noch, außer der triggerbasierten Geschichte, die ich euch vorhin gesagt habe, Reziprozität ist ein anderes Lieblingswort von mir in diesem Webinar. Es gibt so ein menschliches Bedürfnis, etwas zurückzugeben. Das heißt, wenn ich etwas bekomme, was ich auch anfassen kann, habe ich irgendwie den Eindruck, ja, also ich habe da was gekriegt und ich bin dadurch psychologisch eher bereit, die angegebene Webseite zum Beispiel zu besuchen und etwas zu machen. Und das sind so drei Sachen, die wir da nochmal mitgeben können. Das ist sozusagen jetzt das Ende des Moonwalks. Ihr müsst jetzt nicht nochmal weiter zurückgeben. Ich gebe euch einen kleinen Überblick, damit wir gleich noch Zeit haben, ein bisschen Fragen Antworten über Use Cases. Was kann man jetzt zum Beispiel alles damit machen? Ich nehme an, ihr habt wahrscheinlich schon ein, zwei Ideen gekriegt. Wir haben jetzt aus drei völlig verschiedenen Feldern nochmal Sachen rausgenommen. Das erste Feld ist das Thema Sponsoring oder Fundraising, wenn man so will. Und Spenden zu generieren ist in letzter Zeit, das habt ihr vielleicht verfolgt, sehr, sehr schwierig ge geworden in den Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben. Ich gehe nicht weiter tiefer darauf ein. Stellt euch mal vor, wir haben hier so eine Customer Journey, das haben wir uns ausgedacht für einen fiktiven Kunden, um euch mal ein Beispiel zu zeigen, wie sowas gehen kann. Kai führt jetzt einen umweltbewussten Lebensstil. Er hört von einer Plattform, die heißt vielleicht Reforest. Und da kann man die Aufforstung von Wäldern unterstützen. Er guckt sich auf der Webseite um, entschließt sich, für den Regenwald in Indonesien zu spenden. Er registriert sich, wird aber vielleicht abgelenkt und spendet doch nicht. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit, ihn nochmal anzupingen und ihn nochmal zu nudgen. Das heißt, in seinem Postfach könnte dann eine automatisierte E-Mail landen, die ihn an sein Spendenvorhaben erinnert, so wie euch die Sarah das vorhin gezeigt hat, in dem Ablaufplan, wie man das bei Ivy einstellen kann. Kai spendet und gibt im Checkout noch seine Adresse an, weil er eine Spendenquittung haben will. Und als Dank und Erinnerung kriegt er nicht nur die Spendenquittung, sondern er kriegt auch noch eine Postkarte mit einem Motiv aus seinem Spendengebiet zum Beispiel. Und wenn ihr mal an euren eigenen Briefkasten denkt, deswegen finden wir jetzt aus kreativer Sicht die Postkarte eigentlich ein sehr schönes und emotionales Mittel. Heutzutage kriegt man eigentlich nur noch Post vom Finanzamt oder Rechnungen oder so. Und Postkarten sind sehr selten geworden. Das heißt, man kann sie eigentlich sehr schön aufladen.
Zweite Branche, die wir uns überlegt haben, weil das auch eine ist, die sich gerade sehr entwickelt, Female Fintech. Stellen wir uns vor, Kais beste Freundin ist Lisa. Die sucht nach einer Plattform für persönliche Finanzberatung für Frauen von Frauen und sie findet Female Flow. Das haben wir uns jetzt wieder ausgedacht. Und sie findet das eigentlich interessant, meldet sich für ein Newsletter an und wie im Finanzkontext üblich gibt sie auch ihre Adresse an und erhält dann im Nachgang zu ihrer Anmeldung per Post zum Beispiel eine übergroße Visitenkarte im Postkartenformat mit ihrer persönlichen Beraterin, mit der sie jetzt in Kontakt kommen kann. Dritter Punkt, Fachkräftemangel. Was kann man da machen? Wie kriegen wir es hin, junge Erwachsene auf der Suche nach einer Ausbildung im medizinischen Bereich dorthin zu kriegen? Stellen wir uns mal vor, wir hätten jetzt eine Jobplattform, die haben wir jetzt mal Fachkräfte 3000 bei uns im Kopf genannt. Und hier kann man rausfinden, welcher medizinische Beruf zu einem passt. Und wir veröffentlichen einen Test. Da haben wir selber als Agentur für den Kunden schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Das wird sehr nachgefragt. Dieses Testergebnis wird dann anschließend per Mail zugeschickt und für die weitere Unterstützung bei der Bewerbung und Insights geben die dann ihre Adresse an und können auch ein Foto hochladen, um dann mal zu gucken, was da so passiert und kriegt dann tatsächlich nochmal im Nachgang dann so einen personalisierten Krankenhausausweis zugeschickt hier. Und einen Link zu den passenden Jobangeboten und dass wir hier diesen Punkt nochmal machen. Du musst nur dein Bewerbungsfoto nochmal hochladen und dich hier bewerben. Und so kann das eine ganze runde Sache werden. So, jetzt sind wir 14:33 Uhr und sind bei den Fragen kommen. Ja, vorher würde ich vielleicht noch gerne ergänzen. Wir haben das Ganze jetzt oder die Use Cases sind jetzt vor allem an der Postkarte orientiert, weil ihr natürlich eine Postkarte gekriegt habt und dann kann man sich das gut vorstellen. Was der Lars aber auch gezeigt hat, es gibt ja noch ganz viele andere Formate und entsprechend noch viele weitere Use Cases und spannende Use Cases, wo man eben Briefe automatisieren kann. Also sozusagen auch langweiligere Sachen, Bestätigungen oder eben, wie du es gesagt hast, Spendenquittungen. Also auch das ist etwas, was man dann nicht mehr manuell machen muss, sondern was dann über eine Kampagne ausgelöst wird. Oder eben auch Flyer, die faltbaren Formate, die der Lars gezeigt hat, wo man weitere Informationen zu Produkten auch gezielt ausspielen kann. Also nicht mehr dieses einmal im Jahr wird der Katalog verschickt, sondern ganz gezielt, wenn sich jemand für etwas interessiert, dann kriegt er auch noch ein paar Informationen dazu zugeschickt. Also auch da gibt es spannende weitere Use Cases, die wir jetzt natürlich nicht alle aufzeigen können, aber da ist der Kreativität, wie man so schön sagt, auch keine Grenze gesetzt. Und es ist halt zeitlich entkoppelt, ne? Also du kannst auf diese Webseite am Donnerstag gehen und ich komme vielleicht erst am Sonntag drauf. Und ich kriege aber trotzdem, komme ich in diesen Kontakt und komme in diesen Fluss und komme in diesen Reminder. Das heißt, die Kampagne wird nicht komplett, Auflage 250.000, rausgeschickt an einem Tag. Sondern es ist individualisiert, so wie es zu dem Customer-Journey-Fluss auch tatsächlich passt. Dann, wenn es eben relevant ist, ja. Danke auch von meiner Seite. War spannend mit euch und gerne bis bald. Von mir auch. Auf Wiedersehen. Sehr gerne. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Winke, winke. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.